Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part. Wir haben es geschafft. Juhu. Jetzt müssen wir ein Forschungszentrum bauen. Was müssen wir denn machen? Vier Nikro, ein Basalisaurus und eine Tierzufriedenheit von 100% machen. Gut, dann machen wir das irgendwie schon. Das ist dann kein Thema, mir geht's prima. Aber dann. Alles noch im Arbeitsbereich. Das heißt, wir können den ganzen Salat. Deswegen können wir gerade gechillt lassen. So. Also breiter einfach das Gebiet machen, damit einfach das Gebiet wird breiter einfach dann entsprechen. Vollkommen. Eier.
4 Stück. Und jetzt, wenn ich jetzt auf die Art gucke, Temperatur, Herdenkurs 1 bis 8. Natürlich, aber das geht, ach da, deswegen, da sind ja auch noch Eier. Baby-Krokodil, leider muss ich den verkaufen. 7000, mit der ist wirklich wert. Jetzt auch meine Missionsziele gucke, die Zufriedenheit von 100%, aber nur 90%, das heißt eine Sache stimmt immer noch nicht, aber die geht's way prima. Im Schlamm rumwälzen, der umirrt, was er nur kriegen kann, und Gehege macht. Thank you.
solltest du nächstes Mal besser auf deine Finanzen Acht geben. Kleiner Tipp: Trainierte und zufriedene Tiere bringen beim Verkauf mehr Geld ein als normale Tiere. Das Forschungsgebäude solltest du auch nicht verkaufen, sonst kannst du den Basilo nicht mehr züchten. Aus irgendeinem Grund habe ich die Mission gescheitert. Vielleicht einfach zu viel abgezogen. Keine Ahnung warum, aber irgendwie muss ich das nochmal überdenken gerade, weil ich habe es ja gescheitert. Aber irgendwie ist der Ton auch irgendwie leise. Obwohl, ist alles ausgemacht. Hochgeschaltet, dann machen wir das mal nochmal. Keine Ahnung warum, also. Dein Besuch am Tanganyika-See. Vielleicht einfach abwarten, bis ich 3000 habe und jetzt mal erstmal damit den kümmern. Erstmal um den